Herzlich willkommen zu unserem kleinen Erklärfilm zur Christvesper. Gestern haben wir zum ersten Mal die Christvesper in der Marienkirche in liturgischer Gastfreundschaft gefeiert. Zusammen mit unseren Freundinnen und Freunden vom House of One. Andreas Nachama, Rabbiner der jüdischen Gemeinde, Kadir Sanchi, Imam des Forum Dialogs. Mit ihnen und ihren Gemeinden zusammen bauen wir das Haus der drei und mehr Religionen mitten in Berlin. Gestern waren sie zu Gast in der Christvesper, haben aus ihren heiligen Schriften gelesen. Heute sind mit mir hier von der jüdischen Gemeinde Barbara Witting, sie ist vertritt die Gemeinde im Stiftungsrat und im Präsidium, und Rümizan Bar, sie arbeitet beim Forum Dialog mit und ist auch eine wichtige Größe beim House of One. Sie haben sich dieses Video angeguckt zur Christvesper und fragen aus der Perspektive ihrer Religion dazu, die sie mir heute stellen und wodurch wir das Ganze transparent machen wollen. Im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte wird oft auch von der unbefleckten Empfängnis gesprochen, der Empfängnis Jesu von der Jungfrau Maria. Wie erklärt die christliche Kirche dieses Phänomen der Unbeflecktheit und der Jungfrauengeburt? Ja, das ist eine interessante Frage. Da muss ich ein bisschen ausholen, weil diese ganzen Deutungen der Geburt Jesu sind im Rückblick erfolgt. Jesus ist als Jude geboren, hat als Jude gelebt und ist als Jude gestorben. Und seine Anhänger haben ihn aber in einer Art und Weise erlebt, wie sie vorher keinen Menschen wahrgenommen haben. Sie haben das Gefühl gehabt, da spricht jemand in der Autorität Gottes, spricht und handelt aus der Autorität Gottes. Und diese Wirkung war so stark auf sie, dass sie nachdem sie seinen Tod und seine Auferstehung erlebt hatten, dass sie nach Bildern und Metaphern gesucht hatten, wie können wir das beschreiben? Wie können wir sagen, dass er ein außergewöhnlicher Mensch war? Und haben dann für seine Auferstehung und seinen Tod die Bilder der Auferstehung gewählt und für seine Geburt die Geburtsgeschichte verbunden mit der Erzählung von der Jungfrauengeburt. Die Bilder, die sie da gewählt haben, haben sie natürlich in ihrer eigenen Tradition gefunden. Auch die Anhängerinnen und Anhänger Jesu waren alle jüdischen Glaubens und sie kannten ihre heiligen Schriften. Und dort haben sie die Bilder und Metaphern gefunden, die ihnen geholfen haben, zu verstehen, wie sie Jesus erlebt haben. Da waren dann auch die Stellen zu finden zur Jungfrauengeburt. Bei den Propheten, beim Prophet Jesaja im 7. Kapitel heißt es, dass der Messias von einer Jungfrau geboren wird. Solche Stellen haben sie dann mit anderen Augen gelesen und neu gedeutet. Und in dem Zusammenhang wurde dann die Geburtsgeschichte so ausgeformt, dass es eine Jungfrauengeburt war. Sowohl die Jungfrauengeburt als auch die Auferstehung sprengen die Beschreibungskategorien eines normalen Menschenlebens. Und das war genau der Sinn der Sache. Man wollte einfach zeigen, hier ist ein extrem außergewöhnlicher Mensch geboren und auferstanden. Und sowohl seine Herkunft als auch seine Zukunft bergen ein Geheimnis, etwas, das sich nie ganz ausdeuten lässt. Es ist da eine Unverfügbarkeit eingeschrieben, wie sie auch bei Gott vorhanden ist. Ja, meine zweite Frage schließt sich da eigentlich sehr gut an. Und zwar ist ja Jesus Jude, er ist als jüdisches Kind geboren worden. Und ich stelle mir die Frage, wie kann dann es sein, wir Juden, wir warten ja auf den Messias. Der Messias wird erst kommen, dann, wenn wir ein Reich haben, voller Gerechtigkeit, voller Freiheit und Frieden. Mhm. Und das Christentum spricht aber von Jesus als Messias. Mhm. Wie kann das zusammenpassen, dass ein Jude als Messias bezeichnet wird? Und meine Frage geht darüber hinaus, hat er sich selber auch schon als Messias gesehen? Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, finde ich, wenn man auf unsere beiden Religionen blickt, weil der Messias-Begriff in beiden eine wichtige Rolle spielt. Soweit man weiß, hat Jesus sich selbst nicht als Messias bezeichnet. Also das liegt im Dunkeln, man weiß es einfach nicht. Was man aber weiß, ist, dass die Art, wie er gelebt und gehandelt hat, dass das auf Menschen gewirkt hat,
die dann so gewirkt hat, dass sie dann den Titel an ihn herangetragen haben. Also sowohl seine Freunde, seine Jüngerinnen und Jünger haben den Titel auf ihn angewandt, als auch seine Gegner. Und das hatte einfach mit der Art und Weise zu tun, wie er gelebt hat. Und im Rückblick auch wiederum, mit Blick auf die Schriften, die sie ja kannten, auf den Tenach, auf die heiligen jüdischen Schriften, hat man dann einzelne Stellen dort so gedeutet, dass das der Messias war, auf den man gewartet hat. Das konnten aber nicht alle so glauben, nur ein Teil. Und der Teil, der das geglaubt hat, der ist sozusagen mit Jesus gegangen, der hat Jesus als Messias geglaubt, und der Teil, der es nicht geglaubt hat, der ist in der jüdischen Tradition geblieben, wie sie war. Und dadurch hat es sich auseinanderentwickelt, als die Religionen sich trennten. Sie sind auf Ängste verwandt, aber es gab ja eine Entwicklung, die ging auseinander. Und bei diesem Auseinandergehen hat sich dann auch der Messias-Begriff unterschiedlich gedeutet worden. So kommt es, dass die jüdischen Geschwister auf den Messias warten. Und wir warten auch auf den Messias, aber wir glauben, dass er schon da war. Und da gibt es diesen schönen Satz von Martin Buber, den großen jüdischen Gelehrten, der da sagt, also wir können das Ganze ja ganz entspannt angehen. Ihr Christen, ihr denkt, dass der Messias schon mal da war und dass er nochmal wiederkommt, und ihr wartet auf ihn. Wir Juden, wir warten auf ihn. Lasst uns zusammen warten, und wenn er kommt, fragen wir ihn, ob er schon mal da war. Und das finde ich insofern, erstmal klingt es heiter, aber es hat eine tiefe Wahrheit, weil da berührt man letzte Fragen, die wir nicht beantworten können. Und ich glaube auch, dass es das Beste ist. Wir warten gemeinsam, wir teilen diese Erwartung. Und wenn dann der Messias kommt und wir vor ihm stehen, ich glaube, dann wird diese Frage gar nicht mehr so ein Gewicht haben. Also insofern, ja, da gibt es eine enge Verbindung, aber auch Unterschiede. Ja, ein weiteres Thema, was mich immer wieder mal beschäftigt hat, ist der Begriff des Heiligen Geistes. Hm. Und der spielt ja auch in der Weihnachtsgeschichte eine Rolle. Mhm. Da würde ich gerne noch mal Näheres zu wissen. Was ist der Heilige Geist eigentlich? Oder wer ist der Heilige Geist? Ja, der Heilige Geist ist eine sehr interessante Figur in der christlichen Gottesvorstellung. Ich will vorwegschicken, weil es gibt da oft missverständliche Deutungen. Also auch Christen glauben an den einen Gott in seiner Einzigkeit und in seiner Einzigartigkeit. Aber Christen wählen andere Bilder, um diesen Gott zu beschreiben, und auch um andere Wege, um zu beschreiben, wie man mit Gott in Verbindung tritt. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ansonsten ist es auch ein Gott, wie bei den Muslimen und auch bei den Juden. Und der Heilige Geist ist für uns eine Seite Gottes, eine Wesensart Gottes, die in unserer Vorstellung die Verbindung schafft zwischen Gott und den Menschen in der Zeit, wo weder der Schöpfer auf Erden wandelt, noch der Messias. In der Geburtsgeschichte wird erzählt, dass der Heilige Geist über Maria kam, also er warf dann Schatten oder was auch immer, das bleibt offen. Und in dem Moment kam es zu der Neuschaffung des Menschen Jesu in Maria. So wird es erzählt. Und dass es so erzählt wird, ist auch sehr nachvollziehbar. Was man auf keinen Fall wollte, dass der Eindruck entsteht, dass es einfach ein ganz normaler Mensch ist, der hier erwächst in Marias Bauch, und auch nicht, dass es ein Gott oder Halbgott ist. Also in der antiken Umwelt damals gab es ja viele Geschichten, wo Götter mit Menschen zusammenkamen und dann entstanden Halbgötter. Das wollte man auch vermeiden. Also auf keinen Fall sollte Gott selbst der Erzeuger Jesu sein. Man brauchte also diese Mittlerfigur, so dass da nicht irgendwie so ein Halbgott entsteht, sondern etwas völlig Neues geschaffen wird. Und es musste göttlich sein und menschlich, und da war der Heilige Geist einfach die ideale Metapher, um diese Mittlerschaft auszudrücken. Ja, vielen Dank. Ja, wir stehen hier ja gerade vor einer Krippe, und vor allem in der Weihnachtszeit begegnet sie uns sehr oft und ist sehr präsent. Daher meine erste Frage, was ist die Krippe, warum gibt es sie und seit wann gibt es sie in dieser Form? Mhm. Ja, die Krippe gibt es schon relativ lange, ich glaube seit dem 12. Jahrhundert. Ganz klar ist nicht, wo die Tradition herkommt. Und man konnte anknüpfen an die Geschichten, wie sie in der Bibel stehen. Da wird ja erzählt, im Lukas-Evangelium, Maria packte das Kind in eine Krippe, also in einen Futtertrog, und es wird alles ein bisschen ausgeschmückt. Aber dass das dann ganz als Figuren
Gruppe aufgestellt wird und sichtbar erst in den Kirchen, dann in den Häusern, das kam viel später. Und man nimmt an, dass es eine Idee vom Franziskus war, vom heiligen Franziskus in Italien, der ja sich entschieden hatte, bei den Armen zu leben, weil er meinte in seiner Zeit, die Kirche ist viel zu nah an der Macht, das ist alles viel zu pompös und es hat gar nichts mehr mit dem Leben Jesu zu tun. Und er hat sich überlegt, wie kriege ich das hin, dass die Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die Ärmsten der Armen, dass die wieder in Kontakt mit der Botschaft kommen, mit dem, was Jesus vorgelebt hat. Und da war eine Idee zu sagen, wenn man sich die Geschichten durchliest, dann sieht man doch, dass Jesus da bei den Ärmsten der Armen war, dass er in einem Stall geboren ist, dass da die Hirten, die wirklich damals auf der unteren Skala der Hierarchie standen, dass die da zu Gast kamen und das Kind begrüßt haben. Und hat sich gesagt, am besten ist es doch, wenn ich das aus der Kirche raushole und einfach so darstellen lasse, wie es war zur Weihnachtszeit. Und hat sich da eine Höhle in Umbrien gesucht, die als Stall genutzt wurde und in der es eine Krippe gab und hat es da aufgestellt als Standbild. Die Krippe mit einem Baby drin, dann Hirten dazu, dann die Weisen aus dem Morgenland. Also alles wurde nachgestellt und da hat er dann sozusagen das Weihnachtsevangelium verlesen. Und es hat die Menschen tief bewegt, so wird erzählt, und berührt. Und von da an gab es die Tradition, das überall nachzuempfinden. Erst in den Kirchen, dann in den privaten Wohnungen und Häusern. Ja, und so ist es bis heute. Hier in der Marienkirche gibt es eine tolle Krippe und überall. Meine zweite Frage bezieht sich auf Ihre Predigt, die Sie gestern gehalten haben. Und da sagen Sie, dass vom ersten Moment an der Mensch eigentlich angewiesen ist auf die Hilfe anderer Menschen. Also bei der Geburt sind es dann zum Beispiel die Eltern. Und dass wir das vielleicht auch übernehmen sollten, also für andere da zu sein. Für unsere Nächsten da zu sein, fällt uns vielleicht einfacher, aber in solchen schweren Zeiten, wie können wir auch uns fremden Menschen für sie da sein? Ja, das ist eine gute Frage. Also auch da finde ich, ist es ganz schön, nochmal auf die Situation an der Krippe zu blicken. Also was ja da passiert ist, ein Mensch wurde geboren und wenn ein Mensch geboren wird, ist er auf Hilfe angewiesen, vom ersten Moment an, sonst kann er nicht überleben. Und oft sind die Eltern da, aber es sind auch oft andere Menschen da, auch an der Krippe waren andere Menschen. Also auch da war es nötig, dass es ein Wirtspaar gab, was den Stall zur Verfügung gestellt hat, dass da andere dazukamen und mitgeholfen haben. Und ich glaube, das ist ein Zeichen, dass Gott so auf die Welt kommt, dass er von Anfang an zeigt, es gibt eine Verletzlichkeit, aber es gibt auch das Vertrauen darauf, dass wir füreinander da sind und so füreinander einstehen können. Und von Geburt an ist es uns mitgegeben und es bleibt so. Wir bleiben ja verletzlich, auch wenn wir uns einen Panzer anlegen oder es irgendwie verbergen. Und damit bleiben wir auch aufeinander angewiesen. Und es ist wichtig, dass wir das nie vergessen und dass wir versuchen, das zu leben. Und die Weihnachtsgeschichte versucht es immer wieder zu erinnern, jedes Jahr neu in Erinnerung zu rufen, dass das der Kern der Geschichte ist. Und was man auch an der Krippe sehen kann, ist, dass da wird ja etwas gezeigt, was im späteren Leben Jesu eine große Rolle spielt. Also man hat Jesus so erlebt, dass es jemand war, der immer die eigenen Grenzen überschritten hat, der über die Familie hinausgegangen ist, der über die Dorfgemeinschaft hinausgegangen ist und über die eigene Religion. Er hat immer versucht, Menschen mit an den Tisch zu holen, mit einzubinden, für sie da zu sein, die auch außerhalb standen. Und weil man Jesus so erlebt hat, hat man dann im Rückblick die Geschichte seiner Geburt auch so erzählt. Schon an der Krippe ging es mächtig bunt zu. Also da waren die Ärmsten der Armen, die Hirten, es war in einem Stall, es gab Tiere drumherum. Ochs und Esel wird oft erzählt, weil es bei einem Propheten steht. Es kamen Ausländer, also die drei Weisen aus dem Morgenland, kamen von weit her, waren offensichtlich Fremde, auch sie standen an der Krippe. Also da sieht man schon die einladende Offenheit, die dort gepflegt wird. Das ist etwas, was uns mitgegeben ist und wo wir ja, ermutigt werden, das auch immer wieder im Leben so zu versuchen, offen zu sein, für Fremde, für andere einladend zu bleiben. Und das ist im Grunde ja auch der Kern des House of One Projektes, dass wir da versuchen, zwar unsere Traditionen zu leben und zu pflegen, in ihrer Kraft zu spüren, aber dann doch offen sind und einladend für andere Religionen oder Religionssuchende. Im
Koran wird die Geburtsgeschichte Jesus etwas anders erzählt, aber die Verkündigung Jesu an Maria scheint sich zu ähneln. So haben wir von Imam Kadir Sanje das vorgetragen bekommen. Können Sie dazu was erzählen? Also es hat mich immer fasziniert, dass es da zum einen diese Unterschiede gibt in der Geburtserzählung. Ich glaube, in Sure 3 im Koran wird es berichtet, die Geschichte, wie Maria unter dem Dattelbaum sitzt und die Geburt in ihrer ganzen, ja auch mit den Schmerzen, die damit verbunden sind, erzählt wird, fand ich immer sehr eindrücklich. Aber dann auch diese große Ähnlichkeit in der Verkündigungsszene, also da, wo es im Neuen Testament heißt, dass der Heilige Geist über Maria kommt, und im Koran, in der Sure 19, sehr ähnlich, dass da wirklich auch der Heilige Geist in Gestalt eines Menschen, eines Engels vor Maria tritt und auch auf dieselbe Weise im Grunde, dadurch, dass er mit ihr spricht, es zu dieser Neuschaffung von Jesu im Leibe Marias kommt. Und das ist, finde ich, wirklich faszinierend, diese Ähnlichkeit zu erleben. Ein Unterschied ist, dass dort ja immer gesagt wird im Koran, Jesus, der Sohn Marias. Ich glaube, das ist auch deshalb wichtig, um aus muslimischer Sicht festzuhalten, dass es ein Mensch ist, der da von einer Frau, von einem Menschen geboren wird. Auf der anderen Seite ist es doch ein göttliches Ereignis, dadurch, dass der Geist da auftaucht und dass der so eine große Rolle spielt. Und da ist es doch interessant zu sehen, dass es im Grunde der gleiche Vorgang ist, aber am Ende ganz unterschiedlich gedeutet wird. Nämlich auf der christlichen Seite wird gesagt, dadurch, dass Gott da beteiligt ist, entsteht Gottes Sohn kommt zur Welt. Also ein Wesen, eine Person, die ganz Mensch und ganz Gott ist, was für den Koran gar nicht denkbar ist und für den Islam, sondern zwar ist Gott beteiligt, aber was geboren wird, ist ein reiner Mensch und nichts weiter. Und dieser Unterschied, ja, der ist interessant zu beobachten, der zeigt ja auch, wo die Religionen sich unterscheiden. Am Ende läuft es dann hinaus, in der Geschichte kann man das beobachten, auf ein großes Missverständnis, dass der Islam glaubt, Gott ist einer und dieses Göttliche ist so zu unterscheiden vom Menschen, da darf es keine Vermischung geben. Und die Verbindung, die es zu Gott gibt, läuft über den Koran, über die Offenbarung an den Propheten. Auf der christlichen Seite wird Gott auch als einzig gesehen, als etwas, was sich ganz unterscheidet vom Menschen. Aber die Verbindung, die Offenbarung zu Gott geschieht über Jesus, über seinen Sohn nach unserem Glauben und über den Heiligen Geist. Und ich finde, darüber muss man sich austauschen, darüber kann man diskutieren und streiten, aber man muss sich nicht die Köpfe einschlagen. Weil letztlich geht es um Fragen, die wir nicht beantworten können, die in Gottes Hand liegen und die erst am Ende der Zeit beantwortet werden können. Also es gilt im Grunde wie bei der Antwort, die ich für den Messias gegeben habe, wir können gemeinsam in Ruhe abwarten, wie es denn nun war, ob da jemand geboren wurde, der Gott und Mensch war oder ganz Mensch war, wenn wir dann vor unserem Erlöser, vor Gott stehen und dann entspannt die Antwort entgegennehmen. Danke. Danke auch.